Hallo Leute und herzlich willkommen zum 8. Z-Log. Ich bin Semni und das ist hier mein kleines Audioformat. Wie ihr ja vielleicht, wenn ihr unsere Uploads verfolgt gesehen habt, ich habe jetzt endlich Fire Emblem 13 durch und habe mich jetzt nebenbei mal an Rayman Origins gesetzt, was gerade bei PS Plus kostenlos drin war, auf der PS Vita. Und das spielt sich so unglaublich geil. Ist echt richtig, richtig, richtig gutes Beat'em Up. Mit sehr schrägem Stil, also Rayman war ja noch nie normal, aber so bunt und durchgeknallt war es noch nie. Das war aber eigentlich auch schon alles zu den Spielen. Ich will einfach mal kurz erwähnen, ich hatte jetzt am Freitag ein Vorstellungsgespräch in Neumünster, nördlich von Hamburg, was ein ganzes Stück von mir entfernt ist, und aufgrund des schönen Hochwassers in der Gegend Sachsen-Anhalt habe ich eine Stunde länger hingebraucht und anderthalb Stunden länger zurück. Ich habe einen extra späteren Zug gewählt, falls das Gespräch länger dauert. Das heißt, ich war von 5 bis 21.30 komplett unterwegs. Bisschen ätzend. Kleines bisschen zumindest. Aber ansonsten ist ganz gut gelaufen. Die Stadt ist, sagen wir okay. Sagen wir okay, bloß ein bisschen weit weg von hier, wo ich jetzt wohne. Gut, ich möchte jetzt auch deswegen schon sehr früh zum Thema der Woche kommen. Ich möchte über einen Anime reden, der mich schon lange verfolgt. Länger verfolgt und auch sehr intensiv verfolgt, da ich an einem Fanprojekt mit ein paar Freunden arbeite und diverse Sachen. Ich möchte über One Piece reden, aber nicht zur Gänze. Erstmal würde mir dazu noch eine zusätzliche Person fehlen, zu dem Hawk, der jetzt auch gerade schon neben mir sitzt und Pokémon zockt. Ja. Wird nämlich noch Minimum der Red Monkey fehlen. Oder um noch eine kritische Stimme zu haben, noch der Kodu, den ihr immer noch nicht kennengelernt habt, weil ich es einfach nicht gebacken kriege, mit ihm aufzunehmen. Deswegen werden wir nur über die erste Saga sprechen, nämlich den East Blue, den kompletten Anfangsbereich. Wer One Piece nicht kennt, wie würdest du es mit einem Wort zusammenfassen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal Obstmenschen sagen. Obstmenschen, das hatten wir schon mal. Die Obstmenschen. Also, wenn man One Piece kurz erklären möchte, es geht um Piraten. Aber nicht so in dem klassischen Sinne, sondern wirklich einfach durchgeknallte Typen auf Schiffen mit übernatürlichen Fähigkeiten und alle sind heftig und es ist in den meisten Fällen sehr lustig. Man kann irgendwelche Früchte essen, wenn man die isst. Dann kann man nicht mehr schwimmen, man kriegt irgendeine Fähigkeit. Ganz genau, da gibt es halt verschiedene Typen von. Also eigentlich gibt es 3 verschiedene Grundtypen. Genau. Die einen verändern deinen Körper in einem gewissen Maß. Halt das Beispiel ist eigentlich perfekt beim Hauptcharakter. Er ist ein Gummimensch, das heißt, sein Körper dehnt sich. Kugeln können ihn nichts mehr anhaben. Und, naja, Haare kommen nicht mehr durch, er altert langsamer. Eigentlich alles praktisch. Eigentlich ganz praktisch, ja. Aber er kann halt nicht mehr schwimmen. Und dieses Schwimmen geht aber nur, wenn man zu über der Hälfte im Wasser ist. Ja. Und erklärt es dann, du wirst vom Meer verflucht, deswegen kannst du halt nicht mehr schwimmen. Aber warum es für Süßwasser geht, habe ich auch nicht verstanden. Ich auch nicht. Okay, es kommt ja letzten Endes auch aus dem Meer, durch den Kontinent hoch. Gut, wenn man ganz streng, dann funktioniert's. Und dann gibt's Logia-Früchte. Diese Begrifflichkeiten kamen übrigens erst relativ spät dazu, das muss man sagen. Also, die erklärt sich nach und nach selbst, die Serie. Logia-Früchte sind so Elementarkräfte, du wirst zu Feuer, du wirst zu Blitz, du wirst zu Licht, irgendwie sowas. Die sind, ja, verdammt heftig, aber haben halt auch ihre Nachteile. Und die letzte sind Zoan-Früchte, das sind Tierfrüchte. Das heißt, du frisst das und wirst entweder zu einem ganzen Tier oder zu einem halben. Oder halt, je nachdem, wie es halt gemacht ist. Und dann gibt's halt ganz normal irgendwelche Schwertkämpfer, Schützen, alles Mögliche mit irgendwelchen kranken Waffen und Ideen und merkwürdigen Kampfstilen, die man einfach nicht verstehen muss, aber die Spaß machen. Teilweise. Teilweise. Muss man dazu sagen. Um was geht es in der Geschichte selber? Es geht um den jungen Monkey D. Ruffy, die gesagt, diesen Gummimenschen, der seinem großen Vorbild, dem roten Shanks, nachher will, der ein sehr friedlicher Pirat eigentlich ist, der gerne Spaß hat mit seinen Leuten, ständig säuft. Das macht Ruffy dann nicht, lustigerweise. Und eigentlich den Frieden sehr schätzt. Und da
ist eigentlich das Passendste, die Beschreibung aus dem aus der Vorgeschichte. Hast du Woman's Dawn mal gelesen? Ein Film, zwei Comics? Kann ich dir ja mal geben, wenn du möchtest. Ja, klar, das gibt es halt zwei verschiedene Varianten von, aber diese Sache ist in beiden gleich. Es gibt die Peace Main. Das sind halt Leute, die stehen nur von Leuten, die das unrechtmäßig ergattert haben und wahren den Frieden. Und da gibt es die Morgoria. Das sind also diese klassischen Piraten, Räubern, Plündern, Morden, Vergewaltigen, alles, was dazugehört. Oder wie manche sagen würden, alles, was Spaß macht. Und das ist eigentlich die perfekte Beschreibung. Shanks ist halt das ideale Beispiel für so einen Peace Main. Und Ruffy will aber nicht nur Pirat werden, er will den roten Shanks übertrumpfen und will sich die stärkste Crew der Welt zusammensammeln und zieht auf einem, naja, echt kleinen Boot los. Eine Nussschale. Eine Nussschale, ganz genau. Aber also, vielleicht kurz die Vorgeschichte. Also Shanks ist in seinem Dorf und es kommen Räuber aus den Bergen, die ihn runtermachen, in der Bar randalieren und Ruffy kann nicht verstehen, warum er sich nicht wehrt. Einfach, weil die Unterschenks Würde sind. Ist letztendlich die passende Beschreibung. Ja. Und er rennt denen dann hinterher, den Räubern, und brüllt die an, sie sollen sich entschuldigen, sie sollen das wieder gut machen, dass sie die Flasche dort zerschlagen haben und alles. Und nun ja, er wird gefangen genommen. Shanks rettet ihn. Vor einem Seeungeheuer letzten Endes, weil der Bergräuber ist auf See geflohen. Vor Piraten. Das passt irgendwie nicht ganz. Fällt mir gerade auf. Aber sie damit halt nicht rechnen, war so die Stunde, hat sogar gesagt, damit rechnen die nie, dass ich ihr Boot geklaut habe. Und Shanks zieht ihn dann von dem Monster weg und verliert dabei seinen rechten? Seinen linken Arm, Entschuldigung. Ja, in meine Richtung, wenn ich versuche, mich an was zu erinnern, funktioniert irgendwie immer nicht. Seinen linken Arm. Heißt übrigens Stinkfisch. Offiziell, der Name ist wirklich Stinkfisch, die offizielle Rassenbezeichnung ist sogar Stinkfisch. Und er ist ein kleiner Seekönig. Seekönige sind so Riesenseeschlangen, Ungeheuer, die öfter noch eine Rolle kriegen. Ja. Und er braucht dieses Monster nur anstarren und es flieht. Also Shanks hat mehr auf dem Kasten, als man diesem kleinen Säufer am Anfang zugetraut hat. Seine Crew sieht man auch erst zwei Mitglieder richtig, die haben es halt auch ziemlich drauf. Nämlich Ben Beckmann, der zweitmännlichste Charakter der ganzen Geschichte. Zum männlichsten kommen wir irgendwann anders. Der ist wirklich groß, muskulös, lange Haare, hat eine Muskete und Raucher und er lädt schon mit einer Zigarette gleich am Anfang ein. Da weiß man halt, was Phase ist. Und der Fresser Lucky Luke, der Name kommt von Lucky Luke, ist wirklich so, der ständig eine Fleischkeule muntert und er schießt einfach den Erstbesten, der seinen Captain bedroht. Also halt wirklich eine Crew, die alles für ihren Captain macht. Und ich finde, da passt es einfach, dass sich Ruffy die auch als Vorbild genommen hat. Oh ja. Und wie gesagt, er zieht in dieser Nussschale dann los und gerät in einen Strudel. Gleich zu Anfang. Und er kann nicht schwimmen. Aber er hat einen Geistesblitz und versteckt sich in einem Fass. Andererorts, der junge Corby, ein brillentragendes kleines Weicher mit pinken Haaren. Ja, anders kann man ihn nicht beschreiben. Das ist ja so. Das ist wirklich so. Ist bei einer Piratin in Dienst namens Alvida mit der Eisenkeule. Alvida hat so ungefähr das Format einer guten Metzgersfrau. Mal zwei. Und in sich drinne. In sich drinne. Und verprügelt gern ihre Leute und hat ihn halt, als er mal fischen war, aufgesammelt und hat ihn halt gezwungen, in seine Crew zu kommen. In ihre Crew zu kommen. Obwohl er eigentlich lieber zur Marine möchte. Also es gibt halt keine Polizei, es gibt die Marine. Die ist für die Gesetze zuständig, die die Weltregierung macht. Dieses System wurde übrigens auch erst später aufgestellt mit der Weltregierung. Das kommt alles nach und nach. Die Geschichte ist unheimlich lang. Mittlerweile über 700 Kapitel, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, ich glaube 732. Irgendwas in dem Dreh, ja. Also verflucht ewig lang. Es gibt nur zwei längere Mangas, die mir auf Anhieb einfallen. Und den einen gibt es in Deutschland nicht mal. Einmal Hajime no Ippo. Genau, ist der längste. Und Detektiv Conan. Und Detektiv Conan ist länger, ganz genau. Das war's, glaube ich. Oh. Ja, die beiden. Dragon Ball hat er ja schon längst überholt. Obwohl Dragon Ball mehrere Reihen umfasst. Gut, wie gesagt, und dieser Corby muss gerade ein paar Fässer kontrollieren, weil er halt ein Talent mit Zahlen hat und Verwaltung und so ein bisschen.
ist halt dafür zuständig und aus diesem Fass springt Ruffy. Letzten Endes kommt es dazu. War das nicht so, dass irgendwelche Piraten die Fässer klauen wollten von dem Schiff? Die dachten, da wäre Alkohol drin? Na, dieses Fass wurde angespült und sie wollten halt gucken, was drin ist. Ja. Und in dem Moment kommt er halt rausgesprungen, genau. So war das. Und schlagt, boah, hab ich gut geschlafen. Also von Ruffy braucht man nichts Hochgeistiges erwarten. Das ist ganz klasse, also es ist ein Shonen-Manga. Shonen-Manga sind für Jungs, ist offiziell eigentlich so die Bezeichnung. Und sie sind kampflastig, comedy-lastig und lang. Das sind eigentlich die drei Attribute, die wichtig sind. Wenn du einen Shonen-Manga machen willst, musst du viele Kämpfe mit total übertriebenen Fähigkeiten machen, haufenweise dumme Gags und du musst elendig viel Geduld haben bei der Länge. Oh ja. Es gibt, und die kürzesten, die es gibt, sind auch immer noch im Vergleich zu den meisten Sachen sehr lang. Minimum 400 Kapitel. Nee, das ist nicht. Oder? Nee, es gibt kürzere. Nicht? Ja, es gibt ein paar kürzere, aber es sind nicht viele. Oder wende die Kapitel auch mal länger. Fullmetal zum Beispiel hat nicht, glaube ich, halt keine 400. Hm? Nee. Okay. Und letzten Endes, also er verprügelt Al wieder mit, na gut, was heißt verprügelt? Er erledigt sie mit einem Schlag. Ja. Denn Ruffy hat 10 Jahre lang trainiert, bevor er losging, sodass er auch den Stinkfisch besiegen konnte. Auch mit einem Schlag. Mit dem gleichen übrigens. Ja. Und nimmt Kobi mit. Und sie reisen zusammen in eine Stadt mit einem Boot, was sie dort geklaut haben. Wo halt eine Marinebasis ist, wo Kobi denn eintreten will. Und in dieser Stadt ist jemand gefangen genommen worden. Eine urbane Legende, sagen wir mal. Der Piratenjäger Lorenor Zorro oder Rorona Solo im Japanischen. Mhm. Da finde ich auch den deutschen Namen besser, wenn ich ehrlich bin. Also den europäischen ist das ja allgemein. Lorenor Zorro. Finde ich, klingt ein bisschen cooler. Ja. Cooler. Cooler. Nicht Freezer? Nee, nicht Freezer. Achso. Und er, Ruffy setzt sich in den Kopf, den will ich in meine Crew haben. Nun ja, er heißt Piratenjäger. Er war Kopfgeldjäger aus Gelegenheit. Ja. Also, letztendlich. Er brauchte das Geld eigentlich nur. Er brauchte das Geld, um ein teures Schwert, was er von einer Freundin bekommen hat, die verstorben ist. Musste immer wieder reparieren, weil sein Kampfstil hat jetzt nicht unbedingt auf seine Schwerter geachtet. Ja. Und er kämpft mit 3 Schwertern gleichzeitig. Jetzt fragt man sich, nee, wie? Er musste nicht das Schwert von seiner Freundin reparieren. Doch, das war auch oft kaputt. Ja. Das war auch oft kaputt. Ja, das hat man, aber im Manga hat man es nur einmal gesehen, im Anime wurde es mehrfach erwähnt. Er hat halt einmal, wo er Johnny und Yusaku kennengelernt hat, zu dem wir noch kommen, hat der eine Typ, dem er begegnet ist, hat er dieses Übungsschwert, was er dabei hatte, zerschlagen. Als er wieder oben ankam, hat er gesagt, naja, die beiden Teile sind Schrott, weil er diese Billigschwerter, die er so hatte, die kann ich nicht reparieren, aber auf das Ding hier sollst du aufpassen, das sollte nicht wieder kaputt gehen. Ach so. Also ist das Wado Ichimonji der dritten Generation. Genau, war halt öfter kaputt. Nee, es geht jetzt zu der dritten, was das Wado Ichimonji hatte keine Generation. Ach so. Ja, wir schweifen gerade ab. Also auf jeden Fall, er hat ein Königsschwert? Aus Königsschwert? Ein Königsschwert? Ja, ein Königsschwert. Also es gibt verschiedene Schwertkategorien für Seltenheit. Königsschwert ist, glaube ich, die dritthöchste. Ja. Königsschwert, Kaiserschwert, Drachenschwert. Genau. Was? Und Drachenschwerter sind halt die seltensten. Und er hat halt sozusagen schon ein legendäres Stück bei sich, was er halt geerbt hat in dem Sinne und brauchte das Geld, um dieses Teil zu erhalten und auch um über die Runden zu kommen und um sich immer wieder mal neue Transportmittel zu kaufen, weil das sich ständig verläuft. Also typische Shonen sind auch total dämliche Schwächen für die Charaktere. Oh ja. Ruffy ist mega naiv, Zorro hat null Orientierungssinn und ist mega versoffen. Mhm. Und verpennt und trainiert den ganzen Tag. Also man weiß gar nicht, wie der überhaupt zu irgendwas kommt. Und in der Marinefestung hält Captain Morgan das Regime. Captain Morgan mit dem Beilarm. Ein sehr bärbeißiger Mann, der wirklich eine Axt als Armprothese hat. Was nicht nur schräg klingt, es ist auch schräg und er einen übelsten Selbstachtungsprobleme haben muss, weil er stellt eine riesige Statue von sich auf und brüllt alle an und jeder, der ihm doof kommt, den macht er nieder. Und sein Sohn Hemeppo, der sehr lächerlich aussieht,
nutzt das halt gerne für sich aus, weil er ist ein Schwächling und sein Vater ist halt ein Typ, der jeden mit einem Armstreich zerschmettern kann. Und letzten Endes hat halt Zorro ein kleines Mädchen vor dem Wolf, dieses Henry beschützt, und wurde deswegen gefangen genommen. Und Ruffy sagt halt, hier, ich befreie dich, dafür kommst du in meine Bande. Eigentlich eine simple Sache, will er nicht zustimmen, aber letzten Endes beschützt Ruffy ihn vor Kugeln, besorgt seine Schwerter wieder und hilft dem Mädchen und sagt halt, hier, wir müssen den Kerl fertig machen. Und letzten Endes kämpfen sie zusammen und fliehen dann zusammen. Und das Schöne ist eigentlich, sie, also es kommt ein Rettungskommando an, weil sie gemerkt haben, dass morgen halt ein ziemliches Arschloch war. Ja. Und dann wird Corby gefragt, ob er diese Piraten kennt. Und Ruffy sagt, Quatsch, das Arschloch habe ich doch nur ausgenutzt, so nach dem Motto. Und Corby haut ihm eine rein. Und das hat Ruffy nur gemacht, damit Corby seinen Traum erfüllen kann. Also er ist ein herzensguter Bengel eigentlich. Ja, definitiv. Und wird ständig als brutaler Schlechter eigentlich hingestellt dann später. Und es ist einfach nicht wahr. Er ist ein richtig, richtig netter, sympathischer Hauptcharakter. Zwar strunzenblöd, aber richtig, richtig strunzenblöd, aber das ist ja nicht schlimm. Das Interessante ist, der Manga und der Anime verlaufen ein bisschen unterschiedlich. Ist ja immer so, es gibt ja auch Filler und so weiter, die halt, wenn der Zeichner nicht hinterherkam mit seinen Kapiteln, dass die Folgen dann gemacht werden mussten und so weiter. Und dort tauchte Nami schon auf. Und hat Nami die Schwerter besorgt im Anime. Echt? Ja. Und Nami ist der dritte Charakter der Crew, der kommt auf der nächsten Insel. Denn Ruffy und Zoro haben beide null Orientierungssinn, keine Ahnung vom Segeln oder von der Schiffsfahrt allgemein und ziehen einfach los. Und treiben in einer Flaute dahin und wissen nicht, wo sie lang sollen. Ruffy versucht einen Vogel zu fangen, den sie essen können, weil sie haben keine Angeln dabei. Was ja total intelligent ist auf See. Und nun ja, er versucht es halt, indem er sich wie eine Rakete, die Gum-Gum-Rakete, seine Attacken beginnen alle mit Gum-Gum. Was der typisch für One Piece ist, weil immer alle, die eine Kraft haben, irgendeine Teufelskraft, wie es übrigens genannt wird, nutzen halt gern den Namen davon. Trenn-Trenn irgendwas, Gum-Gum irgendwas, ständig. Das ist aber der Charakter sagt das nicht, Trenn-Trenn. Doch, Buggy, Trenn-Trenn Festival? Nee, das heißt nur in den Spielen. Aber er hat einmal Trenn-Trenn-Power gerufen und seine Hand gestreckt. Ja, das ist das erste Mal. Stimmt. Aber es, also, Ruffy ruft es wirklich. Ja. Oder es wirkt, also zumindest muss es im Anime so gemacht werden. Im Manga ist da, glaube ich, kein Pfeil zu ihm, aber es steht dort immer. Ja. Und, er landet in dem Schnabel des Vogels und wird zu einer Insel weitergetragen. Und Zoro muss hinterher und prallt gegen ein Schiff, wo drei Leute drin sitzen, die ihn überfallen wollen. Nun ja, er verprügelt alle drei. Und ein Sicherschiff. Ach stimmt, der hat ja zwei Boote gehabt. Zwei kleine Boote. Ah ne, das haben sie später, sie haben ein kleines Boot. Ein kleines Boot haben sie gehabt und das andere haben sie von den drei Typen. Genau. Bekommen. Und diese drei Typen gehören zu dem, den wir gerade erwähnt haben, mit dem Buggy, dem Clown. Man kann ihn am Anfang nicht ernst nehmen, weil er ist wirklich... Ja, auch nicht. Aber mehr als am Anfang. Überzeugender Rockstar, ja. Ja, Buggy der Clown. Er sieht wirklich so aus, wie der Name ist. Er ist ein Typ mit einem orangen Mantel, orangen Hut gestreift und an einer Clownsnase. Und diese Nase ist echt. Das ist schon... Die Nebencharaktere sind alle schräg. Die Gegner auch. Und jeder hat irgendein lächerliches Detail, was überhaupt nicht passt. Bei Buggy ist es die Nase. Es ist eine... Und er wird immer, wenn er auf die Nase angesprochen wird, ist er total beleidigt und alles. Und... Buggy der Clown herrscht über diese Stadt, von der ich den Namen absolut nicht weiß. Fusa Village oder so? Keine Ahnung. Ja, Fusa Village, glaube ich. Mit eiserner Hand, könnte man sagen. Windmühlendorf, da kam Ruffy her. Genau. Das weiß ich noch. Ja. Und in dieser Stadt, die sehr leergefegt ist, weil alle Bewohner aus der Stadt geflohen sind, außer dem Bürgermeister, der die Stadt mit aller Kraft verteidigt, die er hat. In seiner Shushu? Und Shushu, dem Hund, der den Tierladen verteidigt, in dem sein Herrchen gelebt hat. Gelebt hat, wohlgemerkt. Ja. Denn, stimmt, das ist eine Sache, die kann man ganz kurz erwähnen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt stirbt in One Piece kein Charakter in der Gegenwart. Keiner, kein einziger. Nein, werden alle immer nur besiegt. Besiegt, fertig gemacht, verschwinden, aber niemand stirbt in der Gegenwart. Nur in der Vergangenheit sterben halt wichtige Personen. Und zwar immer wichtige. Ja.
Und in dieser leeren Stadt, die räumt eine Diebin aus, die Diebin Nami, die sich auf Piraten spezialisiert hat. Und die versteckt sich halt dort und versucht an Buggys Schatz zu kommen, denn Buggy ist ein bekannter Pirat und ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt kürzer zusammenfassen langsam, weil wir sind schon bei 20 Minuten und haben ja mal Buggy. Ist doch egal. Ja, deswegen. Und versucht dann mit solchen Tricks wie sie hält sich den Bauch vor Schmerzen und drückt ihr Dekolleté so nach vorne, um ihn abzulenken und sagt, sie will der Crew beitreten, liefert den Ruffy aus, den sie in der Stadt gefunden hat und mit ihm geredet hat, der natürlich auch gleich gesagt hat, hey, du bist eine Diebe, du gefällst mir, du kannst navigieren. Willst du in meine Crew kommen? Was, Crew, du bist ein Pirat, ich hasse dich. Die Dialoge am Anfang sind teilweise wirklich stumpfsinnig, aber lustig. Und die Soundwords im Manga sind richtig geil. Weil sowas wie auf die Knie fallen, allgemeines Umkippen, so drin steht. Und wie gesagt, Ruffy landet in dieser Stadt, Zoro landet dann mit den drei Leuten auch dort. Und ja, Zoro muss Ruffy letzten Endes retten. Ja, indem er den Käfig zerschneidet, glaube ich, wenn er so drin sitzt. Nee, er trägt ihn weg erstmal, ja. Obwohl er schon verwundet ist. Ja. Also wir können mal kurz auf Buggys Leute eingehen, die wichtig sind. Er hat Mojo. Moji, Entschuldigung, nicht Mojo. Nicht Mojo Jojo ist es nicht. Genau. Moji, den Dompteur mit seinem Löwen Richie, der den Tierladen plündert und ihn dann in Brand steckt, woraufhin Shushu ziemlich sauer wird. Ja. Und letzten Endes verprügelt Ruffy den Löwen samt Dompteur, der darauf reitet. Und dadurch haben sie auch den Schlüssel wieder. Ja, genau. Also nachdem er rausgekommen ist, danach haben sie den... Also stimmt, sie wollten den Schlüssel haben und den frisst Shushu. Und dann kommen sie durch Witchy aus, kommt er durch Witchy aus dem Käfig. Ja. Und dann gibt es noch Kabachi, den Jongleur, der auf einem Einrad fährt, der Zoro verwundet durch miese Tricks letzten Endes eigentlich. Und trotzdem, also es ist auch so, eigentlich ist schon fast ein Running Gag eigentlich, dass Zoro in jedem Kampf Minimum eine fette Wunde davon trägt, die übelst blutet. Mindestens über einen Liter verliert. Stimmt, Minimum einen Liter verliert er immer pro Kampf. Er hat eine Blutregeneration, das geht gar nicht. Ja, der pennt einmal, dann ist alles wieder gut. Und ja, dann ist eigentlich nur noch wichtig, der Captain, der, wie gesagt, seine Körperteile abtrennen kann, also quasi eigentlich das gleiche wie Ruffy, bloß für Schwerter. Schwerter können ihm nichts anhaben, seine Körperteile fliegen wild durch die Gegend, in einem bestimmten Radius kann er es aber bloß kontrollieren. Und die Stücke können auch bloß eine bestimmte Dicke haben, was ich fair finde. Ja. Und halt mit steigender Kontrolle darüber kann er die halt dünner machen und kann andere Tricks anwenden und so weiter. Finde ich, ist fair gemacht, ist eine schöne erste Idee. Der Charakter ist komplett durchgeknallt, leicht beleidigt und kennt Shanks. Das ist eigentlich das Wichtigste. Er erkennt den Hut, den Ruffy trägt, den wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Ruffy trägt immer einen Strohhut. Und den hat er als Zeichen für dieses Versprechen mit der Crew, dass sie sich irgendwann wiedersehen, von Shanks bekommen. Als Shanks sich verabschiedet hat. Und diesen Hut sieht Buggy, macht ihn kaputt und denkt daran, wie Shanks ihn immer genervt hat, weil sie waren zusammen in der gleichen Crew. Und Buggy hat seine Teufelsfrucht nur gegessen, weil Shanks ihn erschreckt hat. Weswegen er ihn auf ewig hasst, weil so kann er keinen Schatz mehr finden, der am Meeresboden liegt. Genau. Was für ihn wichtig war, er ist ein Pirat, er will Schätze haben. Und am Meeresboden liegen immer die größten Schätze. Er ist eigentlich Schätze. So der richtige Pirat halt. Ja, er ist eine Mischung aus Pirat und Zirkustruppe. Ja. Der richtiger Pirat, ja, der Piratenkönig letzten Endes, ja. War ein richtiger Pirat. Aber ansonsten haben wir keiner. Shanks kommt noch am ehesten dran. Von allen. Ja. Also, keine Truppe so richtig, also so wirklich komplett Pirat ist keine Truppe. Die haben alle entweder irgendeinen Aufhänger oder sind zu friedlich für Piraten. Deswegen Shanks Truppe ist zu nett und Buggys Bande zu zirkuslastig. Ansonsten wären die beiden so die richtigen Piraten eigentlich. Die halt alte Freunde in Anführungsstrichen sind. Nennen wir es mal Freunde. Ja, es kommt wie es kommen muss. Ruffy besiegt auch ihn mit einer anderen Attacke, die eigentlich fast so ist wie die erste. Die erste war die Pistole. Das war ein Schlag mit einem Arm, den er lang gezogen hat. Also er hat ja nicht ausgeholt, sondern er hat ja nur nach vorne geschlagen und länger gemacht. Das war die Pistole. Denn die Bazooka, da zieht er beide Hände nach hinten und der nutzt die Schnipswirkung, um Druck zu erzeugen. Und schleudert Buggy, dessen Körperteile, also Glieder, also Arme und Beine, von Nami gefesselt wurden, groß weit weg in die Weite. Er ist dann halt sehr klein. Ein Chibi.
Er ist quasi Chibi-Buggy, ganz genau. Und erlebt auch da ein paar kleine Abenteuer mit einem Riesenhuhn, das ihn fressen will und so weiter. Und einem Typen, den er kennenlernt, auf den wir noch zu sprechen kommen, die eigentlich sehr lustig ist, die Geschichte. Ja. Im Anime hat es eine eigene Folge bekommen, im Manga waren es bloß Kapitelcover, wo man halt immer nur die einzelnen Bilder gesehen hat, die aber auch sehr schön waren. Sie reisen tatsächlich mit Nami ab, nachdem sie vertrieben wurden, weil sie Piraten sind und keiner mag Piraten. Ist einfach so. Die haben gerade das Dorf gerettet und sagen, hey, wir sind Piraten. Verschwindet aus unserem Dorf, ihr Unholde, wir hassen euch. So lief es ja wirklich die meiste Zeit ab. Und fahren zu dritt los. Und hier unterscheiden sich der Manga und der Anime schon wieder. Denn im Manga landen die drei, die so eine Zweckgemeinschaft sozusagen bilden, weil Nami will ja keine Piratin werden. Aber reist halt erstmal mit denen mit. Landen mit ihren zwei Booten, nämlich dem der Buggy-Piratenbande. Und dieser kleinen scheiß Nussschale, die sie halt hatten, landen auf einer Insel, wo sehr merkwürdige Tiere hausen. Die bestehen immer so zur einer Hälfte aus einem Tier, zur anderen Hälfte aus dem anderen. Zum Beispiel ein Löwenschwein war es, glaube ich, und ein Schlangenhase, also eine Schlange mit Hasenohren, die alle sehr drollig aussahen. Ja. Und ich glaube, nimm Nilpferd-Leoparden oder so, das war total merkwürdig. Sehr interessant. Die sahen sehr schräg aus. Und sie hören Geräusche und irgendjemand spricht aus den Büschen zu ihnen, dass sie gefälligst verschwinden sollen. Er beschütze diese Insel. Und er schießt mit einer Knarre auf Waffi, was natürlich nichts bringt. Und er erschreckt sich so unglaublich, dass sie ihn entdecken. Und in dieser Truhe lebte Gimon. Vor allem in dieser Truhe, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Gimon ist ein Typ mit einem riesigen grünen Afro, der aussieht wie ein Busch und einem fetten Bart, der in einer Schatzkiste lebt. Warum lebt er dort? Er ist mal reingefallen und kam nicht mehr raus und war alleine auf der Insel. Genau, das war der Grund eigentlich. Das war der Grund, denn er war mal Pirat und hat halt einen Schatz gesucht. Und die haben halt die komplette Insel abgesucht und haben nichts gefunden. Und er, also einer leeren Kiste. Und die stand vor einem kleinen Hügel, vor so einem kleinen Plateauberg. Und er ist dann hochgeklettert und hat dort ganz viele Schatzkisten stehen sehen. Und ist abgerutscht und in dieser Kiste gelandet. Und kam nie raus. Das war alles. Die haben ihn nicht mitgenommen, weil er zu spät kam. Seitdem lebt er dort alleine und die Tiere haben ihm geholfen, sich zu ernähren. Eigentlich eine nette Geschichte. Toller Piratenkodex. Ja. Und genau diesen Gimon lernt Buggy kennen, wenn er so klein ist und die saufen dann zusammen. Und sie sind beide... Erzählen sich Geschichten, was für großartige Piraten schon gewesen waren. Ja. Und die beiden winzigen Typen, es kommt einfach nur geil. Muss man so sagen. Ist eine schöne Nebengeschichte und die Freundschaft zwischen den beiden passt. Und dass er dann sich auch mit Ruffy anfreundet, ist irgendwie klar. Denn Ruffy will ihm helfen und zieht sich halt den Berg hoch, was für ihn ja leicht ist, weil er sich so dehnen kann. Und lacht dann und sagt, nee, ich gebe dir den Schatz nicht. Und man denkt, eigentlich immer, what the fuck, was ist denn jetzt los? Hm. Und Gimon fängt an zu weinen, weil ihm war eine Sache klar. Die ganzen Kisten, die auf dem Berg standen, waren schon lange leer. Da war nie ein Schatz drinnen gewesen, es standen nur die Kisten dort. Er wurde vor Jahrzehnten wahrscheinlich davor schon geplündert. Und er dankt ihnen halt und die machen noch eine große Party dort auf der Insel zu viert. Und mit den Tieren, ich glaube die Tiere tanzen sogar, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich glaube auch. Und ziehen dann am nächsten Tag weiter. Und im Anime war es so, dass sie erst auf der Insel waren, die Manga jetzt danach kommt und dann auf Gimons Insel. Denn als nächstes sind sie im Dorf Syrop. Ja, genau so hieß das. Dorf. Genau. Es ist ein kleines Dorf mit einer Villa, mit einer wohlhabenden Familie. Also von einer wohlhabenden Familie in der Nähe. Die man aber irgendwie nicht sieht. Nee, die Eltern sind tot. Echt, waren die tot? Ja, die Eltern waren tot. Ach so. Bei dem Piratenangriff, glaube ich. Ah, so. Wenn ich mich gerade nicht täusche, war es so. Ich weiß nicht. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt täusche und jetzt scheiß laufe, ist mir jetzt gerade egal. Auf dieser Insel leben fünf wichtige Figuren, sagen wir mal. Ja. Die eine ist Miss Kaya, die ich jetzt mal als erstes erwähne, denn sie ist die Tochter dieser reichen Familie, die schon Ewigkeiten krank ist und quasi nur noch mit ihren Bediensteten dort lebt. Ihr Butler Beauregard, der der Familie schon lange treu dient, und wie gesagt, die Familie ist, glaube ich, tot, deswegen, aber er dient ja trotzdem noch weiter, weil er kriegt auch noch das Geld und so weiter. Und Miss Kaya ist schwer krank und der Butler kümmert sich halt immer um sie. An die sechs wichtige Figuren, Entschuldigung. Ja. Dann Lüsser, ein Junge, dessen Mutter gestorben ist, dessen Vater weggegangen ist, um Pirat zu werden. Und der
Der Name kommt von Aesop und Lügen, also von Lügen erzählender Mann. Letzten Endes bedeutet der Name im Deutschen. Ich weiß nicht, was am Japanischen Usopp, was, wofür das denn steht, wovon das abgeleitet ist, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Der halt jeden Tag durchs Dorf und dann sagt, die Piraten greifen an oder sich irgendwelchen Mist ausdenkt und hat eine unglaublich lange Nase. Die. Angelehnt an Pinocchio, denke ich mal. Ja, ist an Pinocchio angelehnt. Und an dieses Sprichwort, ist an Pinocchio angelehnt und er hat auch relativ lange Beine. Er kann auch sehr schnell rennen. Er kann auch sehr schnell rennen, er ist ein totaler Feigling. Und er hat eine kleine Piratenbande, nennen sie es, aber es sind eigentlich bloß drei Kinder, mit denen er mal spielt. Und die ihn für den Größten halten. Die heißen Möhre, Paprika und Zwiebel. Und so sehen sie auch aus. Und jedenfalls ihre Kopfform. Ihre Kopfform und ihre Frisuren sind wirklich die von einer Paprika, einer Möhre und einer Zwiebel. Ja. Und die bauen halt zu dritt immer Scheiße in ihrem Dorf. Und Buffy kommt dort halt an und die kriegen einen Riesenschock, weil da ist immer noch Buggys Flagge auf dem Boot. Also, Scheiße, Mann, die Buggy-Piratenbande ist hier. Der Typ ist 15 Millionen wert. 15 Millionen klingt jetzt viel, aber immer gehört zu den späteren Kopfgeldern. Ist das ja. Warte, ich glaube, 1000 Berry waren, glaube ich, 1 Euro oder so. Irgendwie sowas, ja, so ähnlich wie, noch härter als Yen, die Umrechnung. Ja. Der ist 15 Millionen wert, was wollen die hier? Und die drei streifen halt durchs Dorf und Lusos Piratenbande schreit, Scheiße, und wir müssen den Captain finden. Und sie werden halt abgefangen am Strand und Lusos sagt, ich habe 10.000 Mann unter mir, wir werden euch aufhalten, ihr dreckigen Piraten. Überall Pappschilder und so. Und die an Fäden befestigt sind, damit genau. Sie wackeln können und so aussehen wie eine wirkliche Armee. Und Buffy glaubt es erstmal, kurzzeitig. Ja. Wie gesagt, er ist mega naiv. Und Nami ist halt sehr zynisch. Ja. Und gierig. Ist halt passend für eine Diebin. Und fühlt sich schon verarscht. Und Zoro steht da. Das sind nur wenige. Wir müssen sie fertig machen. Und nun ja, sie verraten sich. Und ich glaube, Ruffy steht plötzlich neben Lysop oder schlägt ihn nieder. Ja. Er schlägt ihn einfach mit einer Pistole nieder. Mit einer Gum-Gum-Pistole, wohlgemerkt nicht einer normalen Pistole. Und es ist einfach cool gemacht und er holt ihn dann runter und er entschuldigt sich sofort. Ach, ihr seid gar nicht von der Buggy-Piratenbande, dann ist ja alles okay. Ich zeige euch das Dorf hier, kommt bitte mit. Und geht mit ihnen dann in ein Restaurant, weil Ruffy hat ihm erzählt, dass er seinen Vater kennt. Ja, stimmt. Nämlich Yasop. Genau. Yasop hat man im Anime mal kurz von hinten gesehen, im Manga gar nicht erstmal. Er hat schulterlange blonde Rasters, ne? Aber nur im Anime, man hat ja schwarze normale Haare. Ohne von auch Rasters? Nee, waren schwarze Haare einfach bloß. Ja. Aber so übel zu locken halt. Ja, stark gelockt. Genau. Und er ist in Shanks Piratenbande. Das heißt, und er hat immer wieder über seinen Sohn erzählt, der im gleichen Alter wie Ruffy ist. Genau. 17 Jahre mittlerweile. Ja. Und dass er ihn verlassen musste, um Pirat zu werden, weil das war ihm wichtiger, seine Freiheit. Und man sollte noch erwähnen, dass Yasop einer der besten Schützen der Welt ist. Genau. Yasop kann laut eigener Aussage einer Ameise das linke Auge ausschießen. Und kann mit einer Pistole wirklich perfekt ziehen. Der braucht nicht mal ziehen, der trifft einfach. Genau. Und ist halt an und für sich ein ganz cooler Charakter mit einem fetten Stirnband, auf dem sein Name draufsteht und so weiter. Ist schon cool gemacht. Und was, erst bei dem roten Shanks, erst bei so einer berühmten Bande und Yasop freut sich unglaublich und legt ihn deswegen ein. Ja. Und er muss dann aber plötzlich los, denn er will mit Miss Kaya reden, der mit seinen Geschichten sehr hilft, weil sie erfährt so quasi von Abenteuern, die sie nie erleben wird. Und er hat halt den Spaß, aber er wird halt immer und immer und immer wieder von Borigar vertrieben, der ihn halt für einen nutzlosen Schuft hält. Naja, was jetzt nicht ganz unwahr ist, ja, aber das müssen wir ja nicht so laut sagen. Und ja, es wird mal wieder so eine komplette Story-Erzählung, merke ich gerade, ist ja wurscht. Ist doch nicht so schlimm. Genau. Und kurz danach tauchen wirklich Piraten auf. Und zwar die Black Cat Piratenbande, von der man schon eine Weile nichts mehr gehört hat. Weil die angeblich vor 6 Jahren, glaube ich? 6, 7 Jahren in den Ja. Reihen, hat sich der Captain angeblich ausgeliefert. Ja. Und das Schiff bestand noch, das wusste man, und sie werden von einem Mann angeführt namens Jacko. Und Jacko ist so eine der kultigsten Figuren von allen. Ja. Jacko ist an Michael Jackson angelehnt, tanzt auch so wie der und ist ein Hypnotiseur.
Genau. Und er hat einen Pilz an seinem Kinn. Genau, es sieht aus wie ein Bart, aber man hat irgendwann erfahren, es ist der Stamm von einem Pilz, dessen Kopf er mal gegessen hat, der an seinem Kinn gewachsen ist. Der Pilz hat ihm nicht geschmeckt, hat den Stamm hat er dran gelassen. Genau. Hat eine herzförmige Sonnenbrille und hypnotisiert mit Pendeln, die auch gleichzeitig Klingen sind, also auch seine Waffe. Ja. Und hypnotisiert sich ständig selber. Aus Versehen, denke ich mal. Ja, aus Versehen. Und es ist so geil gemacht. Es ist so lustig teilweise, wie. Und der hypnotisiert jeden immer mit 1, 2, Jacko! Es ist, wie gesagt, der ist Kult. Der ist einfach nur Kult, nichts anderes. Noch 3/4 Stunde? No. Ja. Ja, stimmt, irgendwie, sagen wir mal. Oh, zweimal. Ja. Teilen, was machen, ist das jetzt? Part 1. Islu? Part 1, genau. Also machen wir den Part hier noch zu Ende. Na klar. Und dann, beenden wir das auch schon, weil es muss sich ja jetzt nicht jeder so ein 1,5 Stunden Ding anhören. Nicht unbedingt. Nö. Und wir wollen ja heute noch was anderes machen. Denke ich mal. Ja, was heißt heute? Es ist 23:28. Und die Jacko streift halt durchs Dorf und die haben ihn halt entdeckt, haben das Schiff entdeckt und sind also total verwirrt. Und Ruffy entdeckt mit Lysop, als er mit ihm redet, zufällig. Im Moment da erzählt er ihm erst, dass er seinen Vater kennt. Ja. Verdammt. Ah, eine falsche Begründung gegeben, ist wurscht. Und dann entdecken sie zufällig Beauregard, wie er mit diesem Jacko redet. Und Ruffy fällt vor Schreck von einem Baum runter und eine Klippe runter, direkt neben die. Genau, weil Jacko den hypnotisiert hat. Ach stimmt, da hat er ihn hypnotisiert. Und Zoro hat nicht hingeguckt, deswegen. Nee, Zoro war gar nicht, Lysop hat nicht hingeguckt. Weil Lysop Angst hatte und die Augen zugemacht hat und sich runtergebückt hat. Ja. Hauptgrund eigentlich. Und er denkt natürlich, Ruffy ist tot, scheiße, und hier sind wirklich Piraten, und jetzt rennt er durchs Dorf und sagt, scheiße, Piraten greifen an. Und alle glauben es nicht. Keiner glaubt es, und sie prügeln ihn eigentlich aus dem Dorf. Ja. Was eine echt harte Szene war, finde ich. Ja, das war schon nicht heilig. Und seine Bande entdeckt dann halt auch diesen Jacko und redet halt mit den anderen Leuten. Und Ruffy kommt plötzlich wieder. Und Lysop fleht sie letzten Endes an, dass sie ihm helfen. Aber halt, dass sie nach seinem Plan handeln. Steht sie jetzt Captain Lysop. Obwohl er zitterige Beine hat, steht er sich halt so in übelste Pose mit verschränkten Armen, guckt böse, setzt seine... Ist eine kleine Angsthase. Ja, seine komische Fliegerbrille hat er da ja noch nicht. Nee. Die hat er erst später. Er hat eine normale Taucherbrille, glaube ich. Nee, da hat er gar keine Brille. Ich würde sagen, doch, da hat er... Nee, da hat er noch, nee, da hat er wirklich keine. Ich habe das Bild noch im Kopf, der hat nur das Kopftuch. Ach so. Über seiner Megalockenpracht. Der hat, glaube ich, der hat fast einen Afro, wenn er das Kopftuch abnimmt. Und sie sollen halt immer nach Norden, weil in der nördlichen Bucht liegt das Schiff von denen. Und Zorro läuft los, Ruffy läuft los und Zorro hat doch die ganze Zeit immer, wo er läuft, gesagt, immer nach Norden. Irgendwann ist er am Ende der Insel angekommen. Nee, er steht an der Schlucht, an einem Berghang. Echt? Ja, an einem Berghang und fragt sich, ist das Norden? Wo ist überhaupt Norden? Ja, wo ist überhaupt Norden? Und Ruffy ist auf die falsche Seite gerannt, glaube ich. Ja, auf so einen komplett falschen Strand, nämlich dem südlichen Strand, wo ja sein eigenes Boot liegt. Genau. Ach nee, da haben sie die Falle gelegt. Am südlichen Strand. Ja, mit die Ölfalle. Damit genau, die Ölfalle, damit sie die Piraten aufhalten können. Und dann laufen halt Ruffy und Zoro los. Und Zoro wird ja sogar noch runtergestoßen. Ja. Von Nami, denn die will da nicht ausrutschen, weil die Black Cat Piratenbande ist plötzlich da, wo ihre eigenen Boote liegen, so rum war es nämlich. Und sie hat Angst um ihren Schatz. Weil sie hat immer Angst um ihren Schatz. Es geht immer ums Geld bei Nami. Man erfährt später auch warum. Das ist halt das Schöne daran. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt halt wirklich ist sie einfach bloß eine gierige, dumme Pute. Aber ist okay für einen Start, so passt ganz gut rein. Und dann kommt Zorro mit Hilfe von 2 Schwertern, die er so zum Klettern nimmt, den Berg hoch, kommt wieder hin und rennt los und landet immer an der falschen Stelle. Und Lysop steht, Nami steht letzten Endes alleine da und Lysop wirft noch so Krähenfüße, also so Stacheln auf dem Boden, die übelst wehtun, wenn man drauf tritt und versuchen so, die aufzuhalten. Und plötzlich steht halt greifen sie halt wieder an und plötzlich steht Ruffy da und macht den ersten fertig mit einem Schlag. Ja. Und kommt halt zum Kampf. Und dann werden die Leute hypnotisiert von Jacko
Du hast die beiden Charaktere noch vergessen. Nein, die kommen noch. Die kommen kurz danach. Echt? Oder? Weil ich bin mir sicher, dass einer von denen hypnotisiert wird und dann relativ stark wird. Aber er hypnotisiert zuerst die Kuh. Ach so. Zuerst die Kuh und dann erst, weil der verlangt das nämlich von ihm. Er hypnotisiert erst die Kuh und dabei wird Ruffy aber auch hypnotisiert. Rennt los wie von der wilden Sau gestochen. Er sagt ja irgendwie, ihr seid jetzt alle extrem stark, ihr könnt jetzt Bäume ausreißen. Ja. Und das glauben sie natürlich alle und Ruffy natürlich auch. Weil Ruffy hypnotisieren ist kein Problem, das könnte jeder nur nach 15 Typ. Aber jeder. Könnte jeder schaffen, Ruffy ist grenzenlos naiv. Und nimmt sich dann ein ernstes den Bug vom Schiff, die vordere Verstrebung. Ja. Mit der Galionsfigur. Und reißt ihn ab. Reißt es einfach ab und will damit zuschlagen. Aber er kann es nicht halten und... Jack hypnotisiert ihn wieder. Ach so. Und er schläft ein und liegt dann da drunter. Und nimmt dabei noch die Hälfte der Leute mit. Ja. Und alle denken jetzt, ah nein, er ist tot. Ja, oh verdammt. Scheiße. Oh, so ein Mist. Und dann kommen davon aufgeweckt nämlich Siam und Flecky. Ah, ja. Billigste Namen mit, aber das ist normal. Es sind zwei Typen, die rumlaufen wie Katzen. Passend zur Black Cat Piratenbande. Ja. Der eine übelst fett und mit so einem schwarzen Auge und Öhrchen. Und der andere sehr dünn mit einem Buckel. Verstohlen halt. Ein bisschen, ja, verstohlen. Ja. Also so zwei Typen. Der eine halt so mehr auf Kraft, der andere ein bisschen verstohlen. So. Und das sind die Brüder Katz, wie sie auch genannt werden. Die Gebrüder Mount. Gebrüder Mounts, genau. Und, ja, ist wirklich billig, ne? Und letzten Endes kann halt Zorro sie vor den Schützen erstmal. Usopp und Nami, die ja nun wirklich nicht wirklich was drauf haben. Vor allem im Nahkampf nicht. Nein. Also Nami kämpft mit dem Stab und Usopp hat nur seine Steinschleuder und einen Hammer. So einen kleinen Werkzeughammer einfach bloß. Ja. Und wir haben komplett vergessen, dass Miss Kaya in der Zeit eigentlich noch entführt wird. Ja. Von Jack soll irgendwie auf Borigard viel Geld übertragen, wird von Jack dazu. Als Alleinerben genau. Soll sie eingesetzt werden. Und so weiter. Also soll halt bedroht werden. Er will das ganze Geld haben. Genau. Und die werden aber halt aufgehalten auf dem Weg dorthin zum Hypnotisieren von Ruffys Leuten, woraufhin Borigartin ankommt und sich mit ihnen anlegt. Nachdem Zorro schon die Gebrüder Mounts besiegt hat, selbst den Hypnotisierten. Oh ja. Was der, also man muss sich vorstellen, einen fetten Kater, also so grobe 150 Kilo mit übelsten Krallen, der plötzlich so die Kraft hat, dass er einen halben Berghang zerschmettert. Das war schon nicht gut. Ah, den schafft er. Aber ist halt danach komplett am Ende. Und hat kaum noch eine Chance gegen Captain Black, der nun ja sehr interessante Waffen hat. Nämlich die Krallenhandschuhe. Die ja echt zwei komplett. Also das ist wirklich. Das sind Handschuhe mit Schwertklingen vorne dran, ja. Schwertklingen an den Fingerenden. Keine Ahnung, 50 cm oder so, würde ich sagen. 75? Ja, 75 cm. Also richtig komplett. Also quasi 10 Schwerterstil. Ja. Wenn man möchte. Der unglaublich schnell ist und damit immer noch umgehen kann, trotz der 6 Jahre Pause, die er sozusagen da drin hatte. Genau. Und sie müssen Ruffy aufwecken. Und das versucht Nami zu erledigen, nachdem sie Zorro auch die zwei Schwerter schon zurückgebracht hat und so weiter. Und wir erzählen es, glaube ich, vollkommen falsch, aber es ist wurscht. Ja, auf jeden Fall, Miss Kaya flieht, nachdem sie versucht hat, Borigard zu bedrohen. Mit den drei Jungs, Jacko verfolgt sie und Ruffy kämpft gegen Captain Black, indem er zum Beispiel mit einem Stein die Krallen abbricht und eigentlich sehr kreative Sachen. Und der Angriff, mit dem er ihn besiegt, ist einfach nur episch. Die Gum Gum Terror Bash. Ja. Da umwickelt er den Gegner. Ja, also verschnürt sich wie ein Paket um den drum und zieht seinen Kopf mit voller Kraft zurück. Beleidigt noch die komplette Crew, die ihn angefeuert hat, dass er ihren Captain platt machen soll. Und rammt ihm die Schädeldecke richtig voll drauf. Das Genick müsste durch sein, ist es aber nicht. Ja. Und Jacko wird allen Ernstes von Lysops Piratenbande erst platt gemacht. Zorro trägt Lysop, macht einen Ast weg und schießt Jackos Kopf dann noch ab, sodass sie auch Miss Kaya gerettet haben. Und dann verschnüren sie die zusammen und Nami nimmt noch all ihr Geld ab. Das ist letzten Endes eigentlich das, da zwei kämpfen, einer macht irgendwie nebenbei was, ja. Und die letzte hat Geld. Ah, wir haben vergessen, Captain Blacks Kampfstil zu erwähnen. Stimmt, vor allem seine Spezialtechnik, den Todesbuckel. Die Todesbuckel.
Er ist so schnell, dass man ihn nicht sieht, aber das hat einen bestimmten Grund. Denn er schaltet komplett alle Nerven aus, damit er so schnell Sinne springen kann. Alle Sinne aus, vor allem den Schmerzreiz. Ja. Und macht dabei einen Buckel. Deswegen der Todesbuckel, weil er läuft komplett amok. Und das hat nur Ruffy geschafft, das zu kontern. War wie auch immer. Ja. Es ist Ruffy, der kann das halt. Oh. Captain Black hat damit komplette Felsen zersägt. Felsen zersägt, er hat ein komplettes Marineschiff ausgerottet. Ja, genau. Interessanter Nebenfakt. Er hat Captain Morgan verstümmelt. Ich? War das ja, so? Captain Morgan ist nur zum Captain geworden, weil er angeblich Captain Black gefangen hat. Ah, der angeblich, der war ein ganz normaler Marinesoldat war, der von Herr Jacko hypnotisiert wurde und sich als Captain Black ausgegeben hat. Nee, es war kein Soldat, es war einer von Blacks Leuten. Oder so. Weil sonst hätten sie ja keinen Nebencharakter, der unwichtig war. Genau, irgendein unbedeutender hässlicher Nebencharakter. Und die beiden wurden hypnotisiert und halt Morgan war der Einzige, der überlebt hatte. Und deswegen kam halt zu seinem Ruhm und auch sehr schnell zu diesem Ruhm und dann hat der Einzige, was er noch gesagt hat, ich habe Captain Black gefangen. Ich habe Captain Black gefangen. Mehr kann ja nicht. Und der andere hat gesagt, ich bin Captain Black. Ich bin Captain Black. Ich wurde gefangen von dem da. Ja. Also es war ein übelstes Blutbad und die stehen dort und sagen nur diese Worte. Also der hat den Typen jetzt nicht zum Captain Black nee. Eindeutig nicht. Und ja, letzten Endes ist er besiegt und muss mit Schimpf und Schande von dieser Insel irgendwann fliehen. Weil, Entschuldigung, er wurde von einem 17-jährigen Bengel aus Gummiblatt gemacht. Da wurde ich auch abhauen. Und, wie gesagt, wenn man es jetzt so erzählt, klingt es natürlich alles nicht so wirklich cool, aber die Momente sind echt gut, die Zeichnungen sind da auch sehr gut, finde ich noch. Bis dahin noch relativ schlecht im Vergleich jetzt. Also, jetzt, ja. Die Qualität ist natürlich nicht so gut wie später dann, aber ich finde, sie erfüllen das, was sie sollen. Ja, definitiv. Und da kommen richtig Emotionen, also Ruffys wütende Blicke sind einfach nur geil. Damals, ja. Ja. Da hat der Weg so viel Emotionen in die Blicke damals, das, warum wir sagen wir damals, die Story hat sich sehr verändert mittlerweile. Hm. Muss man einfach dazu sagen, es ist durchgeknallter und überfüllter geworden. Und dadurch bleiben ein paar Sachen auf der Strecke, weil man einfach keine Zeit mehr findet. Ist einfach so der Fakt. Man findet keine Zeit mehr dafür. Nee, irgendwie nicht. Um auf Gefühl der Zeit hat er auch nicht wirklich mehr Bock drauf. Ja, das würde ich sagen nicht. Aber er weiß nicht, wie er es zu Ende bringen soll. Ja, er hat irgendwie keine Ideen mehr. Die gehen langsam aus. Und deswegen übertreibt er einfach mehr. Ja. Genau. Aber das ist ja eine Geschichte für den später. Wie gesagt, damit haben wir den ersten East Blue Part. Ich beende so ungefähr die Hälfte. Ja. Ja, es ist die Hälfte. Passt. Genau. Bis dahin gab es auch noch keine Filler-Folgen. Gar keine. Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, man hat es halt nur umgedreht mit Gimon. Ja. Das war alles. Und, ach stimmt, und dann können wir noch kurz sagen, also, sie gehen dann von der Insel runter. Gehen. Ja, fahren. Und sie haben ein Schiff von Miss Kaya bekommen. Die Flying Lamb. Die hat ein kleines Schafsköpfchen vorne, ein Widderköpfchen. Und ist ein... Die Galionsfigur ist ein Schäfchen halt. Ja, deswegen Flying Lamb. Und ist eine Karavelle. Also ein sehr kleines Schiff. Ja. Also ein wirklich sehr verdammt kleines Schiff. Mit einem interessanten Ruder. Es besteht nämlich nur aus so einem Baumstamm, den man nach links und rechts machen kann. Mhm. Der anscheinend sehr viel Kraft benötigt, bis man das machen kann. Und Lysop hat sich halt ein kleines Boot genommen, all seine Sachen zusammengepackt. Ein riesen Rucksack, also echt pervers viel Zeug, aber mit den Ruffys mit gar nichts. Der wahrscheinlich Durchmesser von 2,5 Meter hatte oder so. Nee, das war sogar noch mehr. Ja, aber... 3,5 Meter. Wahrscheinlich. Also, mit dem er kaum vorankam, mit dem er gar nicht aus der Tür kam quasi. Wenn man bedenkt, wirklich, Zorro hatte nur seine Schwerter und seine Klamotten. Also eigentlich hat er sein Haus eingepackt. Ja. Ruffy hatte nur seine Klamotten, Nami hatte nur ihr Geld und ihren Stab, das war's auch. Und Lysop kommt mit so viel Zeug an und er fragt... Und aber ich bin der Captain! Nee, und er sagt halt, wir werden uns sicherlich irgendwann auf dem Meer wiedersehen. Ruffy sagt, ach komm, Spinner, steig ein. Aber ich bin euer Captain, vergiss es! Ja, das ist toll. Das sind sozusagen eigentlich die letzten Worte von dem Kapitel, das ist schön. Sie fahren dann halt zusammen los und... Man hat halt schon so, da haben wir so das Gefühl, das ist eine Kuh, aus der kann was werden. Ja. Die sind halt alle durchgeknallt, sind alle sympathisch, wobei ich Nami in dem Moment noch, naja, so fand. Ja. Zorro war halt. Zorro! So. Es kommen noch doppelt so viele Leute in die Kuh, sogar noch mehr. Und sozusagen zu dem Zeitpunkt hat man halt wirklich eine klare Rollenverteilung. Man hat den Captain, der eigentlich bloß doof ist. Ja, eigentlich schon. Nicht böse doof, sondern doof. Man hat
die rechte Hand, der halt einfach stark ist, wie bei Shanks auch. Ja. Der kann nichts anderes, ist einfach stark. Und die Schiffsrichter halt. Ja, und passt auf das Schiff auf. Man hat die Navigatoren und Dieben in so zweier Kombination, die halt wenigstens einen Plan von irgendwas hat. Man hat den Typen, der das Ganze verkaufen kann. Ja. Und der gut ziehen kann. Ist auch wichtig. Und damit Kanonen und sowas umgehen kann. Und genau, damit würde ich sagen, belassen wir es mal. Es wird irgendwann, weil One Piece ist eine Sache, über die kann man, wie man jetzt sieht, auch wenn wir es jetzt so 0815 nacherzählen, wie ich es ja gerne mache, kann man stundenlang reden. Und ich hab glaube ich, mein Leben jetzt schon ungefähr 120 Stunden damit zugebracht, über One Piece zu reden. Wenn nicht sogar schon mehr. Ja, wie der Schwau morgens so von um 1 bis irgendwie um 6 oder geredet haben. Ja. Weil es bietet so viel Raum und so viele Nebencharaktere und so viele Ideen, die man selber in diese Welt einbringen kann. Oh ja. Ist schon echt cool. Deswegen werde ich das immer mal wieder weiterführen. Gut, ich würde sagen, dann, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es sowas von planlos wieder war. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren anderen Videos und allem, was ihr sonst gerade tut. Gehabt euch wohl, euer Sandy. Und der Hoch. Ja, ich.